Ja, hallo, mein Name ist Alex. Heute wollen wir mit diesem Video mal etwas tiefer in den Code gehen. Die Installation von Human Connection findet ihr als Video bei YouTube bei Human Connection. Dann, wie installiere ich Human Connection mit Docker? Das könnt ihr euch gerne anschauen vorher, wenn ihr das noch nicht gemacht habt. Und wir wollen heute etwas näher eingehen, wie gesagt, in den Code. So, der Arbeitsbeginn bzw. die Mitarbeit gestaltet sich über GitHub. Ihr müsstet euch, wenn ihr hier was mit schreiben wollt oder neu anlegen wollt, das gucken wir uns in einem späteren Video mal an, müsst ihr einen Account haben, der ist kostenlos. Und dann kann man teilhaben. Der zweite Weg ist Discord. Unter dem Video findet ihr den Link. Und in Discord gibt es die Human Connection Base. Da gibt es einen deutschen Chat, einen englischen Chat, den Coding Chat. Und ja, hier sind wir zu finden. Ich bin hier auch wieder der Ogerli. Der Wolle ist gerade online und der Matt und der Martin. Ja, hier tauschen wir uns aus und hier können auch Fragen und Anregungen eingebracht werden oder halt auch mit uns in Kontakt getreten werden. Okay, das ist die Kontaktgeschichte und wir wollen heute mal Folgendes machen. Ich möchte heute in dem Code etwas ändern. Und zwar, anfangs gehe ich erstmal in meinen Human Connection Ordner, den wir angelegt haben, über die Installation. Mir liegt der Inside Human Connection. Jetzt schaue ich mal, in welchem Branch ich gerade bin. Im New Branch Master. Ich habe vor uns ein Checkout vom Master gemacht, beziehungsweise ein Pull. Geschaut, ob was Neues da ist. Das können wir noch mal kurz machen. Git Checkout Master. So, jetzt bin ich auf meinen Master gewechselt und jetzt schauen wir mal, ob was Neues da ist. Da ist was Neues gekommen. Okay, aktuell. So. Jetzt wechseln wir wieder zu unserem New Branch Master. Branch Master. So, und jetzt öffne ich den Visual Studio Code. Visual Studio Code benutzen wir jetzt in der Community gerade alle, also zumindest von den Entwicklern. Ich habe vorher den Brackets benutzt, was auch immer ihr benutzt. Der bietet zum Beispiel die Funktion Live Share, die ist äußerst interessant. Hier kann ich zum Beispiel eine Kollaborations-Session starten und da erstellt es einen Link und dann kann ich den an jemanden schicken und derjenige oder wir beide zusammen können dann in meinem Code zum Beispiel schreiben. Erstmal starten. Ich mache nochmal einen neuen Reiter. Da haben wir jetzt unseren Befehl, den wir ja schon kennen. Docker Compose Up. Bild habe ich gemacht, alles da. Sollte theoretisch jetzt erstmal alles so laufen. Von daher mache ich jetzt erstmal nur ein Docker Compose ab und starte meine lokale Anwendung. Die jetzt auf der 3000er dann auch gleich kommen sollte. Das habe ich noch gar nicht gesehen.
So. Jetzt haben wir natürlich keine Daten. Die ziehen wir uns jetzt, wie wir das schon gesehen haben, nochmal rein über das Sieht. Und zwar ist die Aufgabe ist sehr simpel, sehr einfach. Es geht wirklich um die Arbeitsabläufe und um die Schritte. Und zwar ist in der Version Impressum, zurzeit läuft das noch im System. Und der Datenschutz, und das soll aber auf die Human Connection Org-Seite verweisen. Da gibt es halt das Impressum und den Datenschutz. Zurzeit sind das noch im System bzw. im lokalen System von Human Connection angelegte Seiten, die wir, wie wir gleich sehen werden, in verschiedenen Sprachdateien liegen haben. Die Aufgabe ist jetzt innerhalb des Codes, das einfach zu ändern. Also die Links von Impressum und von Datenschutz sollen auf die Human Connect Org-Seite gehen. So, gehe ich in meinen Code und suche mir die Dateien. So, jetzt weiß ich schon, dass die bei mir in den Web-App Lokales liegt. Da liegt zum Beispiel die ganze deutsche Bezeichnung und hier liegt die englische Bezeichnung. So, und wir wollen jetzt an der Stelle hier so zum Beispiel das ist die User. Die Datei suchen wir PageFooder. Die liegt in WebApp Components PageFooder und da heißt sie PageFooder View. Und an dieser Stelle, an der Imprint-Stelle und an der Data Privacy-Stelle wollen wir jetzt einfach die Links, so wie sie hier oben sind, haben. So, dann machen wir jetzt Folgendes, machen wir ganz schmerzfrei. Müssen das hier noch ändern. Imprint. So, das bedeutet, dass wir Imprint-Seite löschen können. Okay. Dann machen wir Folgendes. Da bin ich mir jetzt aber nicht ganz sicher. Das sind die ganzen Sprachdateien. Die wird es dann nicht mehr geben. Das ist richtig. Imprint haben wir dann auch gleich nicht mehr. Und an dieser Stelle. Okay. Dasselbe machen wir bei der Data Privacy. Hier wollen wir die Übersetzung von Data Privacy. Und hier wollen wir den Link von Data Privacy. Okay. Genauso wir auch diese Seite nicht mehr. So, da haben wir die Next. Config Seite nicht mehr gibt. Genau. So.
Also in der Nuxt-Config wird generiert, welche Seiten ich zum Beispiel als Public Pages für den nicht angemeldeten User zur Verfügung stelle. Und da wir jetzt die Imprint und die Data Privacy Seite löschen werden, weil die auf die Human Connection Org Seite verweisen wird und verlinkt wird, muss ich das natürlich als Public Pages rausnehmen, weil es sie dann nicht mehr gibt. So, das ist erstmal relativ simpel. Toter Code wird jetzt nie liegen geblieben, wird jetzt nie liegen gelassen. Wird wahrscheinlich irgendwann später wird das wieder dazukommen, aber jetzt zur Zeit kommt das dann halt mit raus. So, das bedeutet, an diesen beiden Stellen haben wir das geändert. Und jetzt haben wir noch, wenn wir uns das angucken, danke. Wenn ich jetzt auf der Seite in die Nutzungsbedingungen gehe, habe ich hier zum Beispiel einen Link Datenschutzerklärung. Dasselbe habe ich auch in Englisch, Data Privacy Police. Und diesen Link, die anderen sind alle okay. Okay, den Code of Construction, den haben wir da. Die Seite Kontakt ist da. Die Datenschutzerklärung. Die wollen wir jetzt noch ändern. Die liegt in den Sprachdateien. Hier. Sorry. Datenschutzbedingungen. Und wir wollen gerne noch einen Plank haben. Das klaue ich mir einfach mal her. Gut. Und dasselbe auf der englischen Seite. Wenn wir jetzt hier einbauen. Gut. So, das bedeutet, dass ich in der deutschen Version jetzt auf diese Seite springe und auch in der englischen Version auf der englischen Seite lande. Gut. Dasselbe haben wir hier. Jetzt haben wir natürlich das in Deutsch. So, das müssen wir das nächste Mal machen. So wie Datenschutz springt auch dahin. Super. Gut, jetzt müssen wir noch die Seiten löschen. Data Privacy. Dann machen wir die mal weg. Und wir haben die Imprint-Seite. Delete. Gut. So, also. Wir haben das geändert, wir haben das geändert, wir haben das geändert, wir haben das rausgeschmissen und wir haben die zwei Seiten gelöscht. Das bedeutet, wir haben 1, 2, 3, 4, wir haben 6 Änderungen im Code. Das sollte uns jetzt auch so angezeigt werden. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Gut, dann machen wir mal einen Diff und schauen uns das mal an. Genau, das haben wir gelöscht, das haben wir reingenommen. Was ist das? Gut, hier haben wir den Code geändert. Hier hat es irgendwas mit Sendmail-Tool. Er hat irgendwas damit geändert. Ich habe keine Ahnung, da haben wir nichts gemacht. So, Imprint Data Privacy ist rausgelöscht. Data Privacy ist komplett gelöscht. Bam. Die Imprint View ist auch gelöscht.
Gut. Git-Status. So, dann sagen wir git git commit sm. Jetzt als Impressum und Datenschutz Link zu Human geändert. So, ja, seht's mir nach. Eigentlich in Englisch. Jetzt habe ich das hinzugefügt. Das ist alles dabei. Jetzt kommt erst nochmal die Tests. Es gibt die Lint-Tests. Die Lint-Tests checken deinen Code, ob der syntaxmäßig richtig geschrieben ist. Es gibt die Yes-Tests, die prüfen, ob der Code ordentlich getestet ist. Also man kann quasi Spec-Dateien schreiben, die den Code für sich testen. Und ja, das beides werden wir jetzt mal durchlaufen lassen und schauen, was dann passiert. Als erstes nehme ich Lint und da checke ich jetzt die Web-App-Seiten, ob die in Ordnung sind. Dauert kurz. Das sind jetzt die Seiten in dem Ordner, an dem ich gerade gearbeitet habe. So, da können wir mal gucken, Git-Status. Da ist zum Beispiel jetzt im Page-Footer was geändert worden. Das können wir uns mal angucken. Ja, er hat den Link umgebrochen. Okay. Nochmal. Da auch nochmal. Gut. Okay. Dann schauen wir nochmal im Backend nach dem Code, nach der Code-Syntax, ob alles in Ordnung ist. Jagen wir mal den Lint drüber. Nochmal. Gut, Page-Footer. So, das haben wir uns schon angeguckt. Dann nehmen wir das jetzt mal dazu. Git commit. Okay. So, jetzt machen wir noch die Yes-Tests. Erstmal teste ich das Backend. So, theoretisch, da wir jetzt uns einen frischen Master gezogen, eine Kopie des Masters und daraufhin gearbeitet haben, sollte jetzt theoretisch an den Dateien sich nichts geändert haben und die Tests sollten theoretisch grün durchlaufen. Sollte und theoretisch ist dabei wirklich ja, immer wörtlich zu nehmen, weil jetzt schon hier ein Filter, ein Problem entstanden ist. Es ist schon da. Das sieht erstmal jetzt ganz gut aus. Kopieren wir uns mal gleich mal. So, ein Fehler ist gekommen. Jetzt machen wir Folgendes. Jetzt klemmen wir den mal hier hinten dran. Lassen den nochmal durchlaufen. Nur diesen einen. So, jetzt hat er nämlich gepasst. Gut, jetzt haben wir noch Folgendes. Jetzt machen wir noch einen Backend-Test, Web-App-Test. Dafür gibt es auch Testdateien mit
Wir haben eigentlich nur in der Footer was geändert. Theoretisch sollte jetzt hier alles auch passen. So, das hat jetzt alles gepasst. Von daher, jetzt schauen wir nochmal, hat sich eigentlich nichts geändert. Hier ist alles noch gleich. Wir haben die geänderten Dateien hinzugenommen. Wir haben einen Commit gesetzt. Wir haben dann auch nochmal gelindet und geschaut, ob der Code sauber ist. Von der Syntax her, da gab es nochmal eine Änderung, die haben wir auch nochmal committed. Jetzt haben wir die Tests durchlaufen lassen. Und das bedeutet, wir können das jetzt zur Human Connection zurückschicken. Beziehungsweise ich kann jetzt meine Kopie, meine Arbeitskopie, kann ich jetzt an GitHub senden von Human Connection, wo das wieder getestet wird. Und diesen Prozess machen wir jetzt. Git Origin. Was hat denn hier New Branch Master? Feuer. So, jetzt habe ich ein neues Pull-Request gemacht. Jetzt gehe ich zurück zu GitHub. Jetzt hier neu lade. Steht hier New Branch Master. Da ist er. Ba-ba-ba-ba, vor einer Minute. Weniger als eine Minute. So, jetzt ist meine Änderung hier, kann ich jetzt beschreiben, was ich gemacht habe. Im Grunde genommen, da ich jetzt das nur so geändert habe und es dafür keine Aufgabe, kein Issue gab, tue ich das jetzt hier alles einfach löschen und sage links to imprint and data privacy, and privacy police change to human connection.org. So, das setze ich auch hier als Testvideo ein. Jeder, der jetzt weiß, ja, jeder, der das Video gesehen hat, der auf GitHub schaut, sieht das jetzt hier so. Also es ist wirklich dasselbe. Ich assigne mich immer. Was man hier natürlich an der Stelle macht, ist, solange man daran noch arbeitet und das jetzt zum Beispiel zum Anfang definitiv kein Grün geben wird, kann man auch das Work in Process mit hinsetzen, WIP. Mal Work in Process. So. Jetzt kann ich das abschicken. Ich kann noch sagen, bitte Roh Schäfer, schau dir das an. Bitte Alina, schau dir das an. Bitte Datenbrei. Und bitte Matt. Und bitte T-Rock. Gut. So. Jetzt habe ich gesagt, bitte schaut euch das an. Die werden es auch informiert. Und ja, dann setzen wir den Pull-Request mal. So, jetzt habe ich den geschrieben. Hier ist nochmal der Name meines Branches, was ich für Files geändert habe, die wir gerade gesehen haben. Dass diese der Seiten gelöscht wurden. Und ja, meine Beschreibung. Und hier sieht man auch das erste Commit, was ich gesetzt habe, das zweite Commit, was ich gesetzt habe, den Request, den ich angefordert habe. Und jetzt kommen wir hier zu den Checks. So, hier passiert jetzt im Grunde genommen Folgendes. Der Travis heißt er hier. Erstellt ein Bild. So wie wir in dem ersten Video gesehen haben, wie ein Bild erstellt wird, machen das hier zwei Maschinen. Und zwar einmal für meinen Pull Request, also das, was ich hochgeschoben habe, an der Arbeit, an der ich gearbeitet habe. Damit macht er ein Bild mit den geänderten Daten. Und er macht mit meinem Branch, den ich angelegt habe. Mit dem New Branch Master. Also im Grunde genommen ist es jedes Mal dasselbe und man kann diese Sache auch kann man auch verfolgen.
Da kann man hier auf Details gehen. Auch wenn es zum Beispiel einen Fehler gibt, kann man sich dann dieses Bild, was jetzt zum Beispiel halt in meiner Konsole passieren würde, kann ich mir das hier anschauen. So, jetzt ist hier natürlich, jetzt ist der hier gerade in Fahrt. So, also wenn ihr schon mal, das heißt, wenn ihr dieses Bild bei euch schon mal gemacht habt, dann wird euch einiges bekannt vorkommen. Und hier wird jetzt einfach dieses Bild erstellt. So, er ist jetzt gerade hier dabei. Das ist ja schon ein Stück. Und arbeitet sich jetzt hier durch. Ja, also man kann das sogar dann auch live verfolgen. Macht die Cypress-Test. Die haben wir ja noch gar nicht gemacht. Das ist auch noch was Interessantes, das machen wir bei dem nächsten Video. Ja, also wie gesagt, hier entstehen jetzt, ihr schaut ja jetzt, ob alles passt, ob mit meinem geänderten Code, mit meinem Branch, ob das alles hinhaut. Und wenn das alles hinhaut, kriege ich hier grüne Häkchen oder halt rot. So, und wir lassen das jetzt einfach mal laufen und schauen, wann das grün wird. So, also das ist der gesamte Ablauf. Guck hier. Notification Specs, gab es einen Fehler. So, da haben wir ja einen grünen. Der andere läuft noch. So, der ist grün durchmarschiert. Der wird aber nicht grün. Wie wir sehen, eins grün, eins rot. Jetzt schauen wir uns nochmal das Bild an. Bild ist fehlerhaft an der Stelle. Hier sind wir auch jetzt bei der User Specs und bei der Notification. Wir lassen das nochmal starten. Schauen, ob die Tests sich jetzt nochmal genauso verhalten, ob dieser Fehler nochmal auftritt, diese zwei Fehler. Fehler. So, und wie wir jetzt hier sehen, ist bei dem zweiten Durchlauf, oder habe ich alles grün bekommen? Das bedeutet, die Arbeit ist erledigt. Also erledigt in dem Sinne, dass wir uns sicher sein können, dass das, was ich gearbeitet habe und das, was ich gemacht habe, keine Fehler im Master verursacht, also im Hauptprogramm. Und ja, an dieser Stelle ist jetzt quasi alles, ist dieser ganze Arbeitsablauf mal euch offensichtlich geworden, was das alles bedeutet, wie das funktioniert. Wir haben nur was ganz Kleines gemacht. Und ich kann euch alle nur einladen, das Abenteuer Human Connection mitzumachen. Ihr findet uns bei Discord, ihr findet uns auch natürlich im Netzwerk. Und ja, wir freuen uns. Hier nochmal unser Discord. Könnt ihr euch gerne anmelden und mit uns reden. Gibt es einen englischen und einen deutschen Chat und verschiedene andere Dinge. Wir tun da jeden Tag miteinander reden auch, uns austauschen. Ja, in diesem Sinne. Das soll es für heute gewesen sein. Wir haben den ganzen Ablauf mal in dem Code und wie das alles funktioniert uns angeguckt. Bis zum nächsten Mal. Tschüssi.